Zurückgekommen! Yeah.
Recycled. Recycled. Man.
a song for the broken hearted. Ein schwer verletzter Patient wird eingeliefert. Jede Minute zählt. Technik, die ihn bewegt? Ist es Schönheit, Form, Design? Ist es das Gefühl, ein Auto zu fahren, das wie für einen geschaffen zu sein scheint? Sie werden die Straße nicht wiedererkennen. Kurze Wartezeiten, moderne Technik, qualifiziertes Personal. So wollen wir auch in Zukunft im Wettbewerb bestehen. Soldaten, meine alten Garde, ich bin gekommen, Lebewohl zu sagen. Vergesst mich nicht! Thank you.
Fahrzeuge, oder? Nimm die Flossen weg, du Drecksau, und kriegst du an der Fresse! Hey Mike, yeah, listen, message on your other phone. It's Wednesday morning. I came up with an alternate vocal for the 6-8 section duel. I think it's just the right thing. Like in the 4 in the morning bit, there's Washington, D.C., 14.32 Uhr morgens, Dienstag letzter Woche. FBI Hauptquartier. Horst Horstmann, Picture Dülülülf mit 0111012011. Na, Scheiße! Verdammt! Я полковник Васильев, командир подразделения Феникс. Мы требуем свободу семи нашим боевым товарищам. Washington, CD, 17.62 Uhr mittags, nächsten Mittwoch. Horst Horstmann Pictures and Happy Alien Productions proudly present. Hotte X. Die unheimlichen Fälle des Horst Horstmann. Das ist doch unmöglich. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unmöglich. Das war Arabisch. Hallo Kinder bei der Sendung mit der Maus. Heute stellen wir euch ein Spiel vor. Das Spiel heißt Counter-Strike oder auch CS. Bei CS gibt es zwei Gruppen. Die Terroristen, kurz Ts, und die Counter-Terroristen, kurz CTs. Die Terroristen sind böse Männer. Die bösen Männer legen Bomben, das gefürchtete C4. Deswegen, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Was sie auch machen, ist Geiseln nehmen. Das heißt, armen Leuten eine Pistole an den Kopf zu halten und sagen, du bleibst jetzt hier stehen, bis ich sage, dass du nicht mehr hier stehen bleibst. Counter-Terroristen, die verhindern, dass die sagen, du bleibst hier stehen, bis ich sage, dass du nicht mehr da stehen bleibst. Weil die sagen nämlich, du bleibst nicht mehr hier stehen, weil der ist tot. Das machen sie zum Beispiel mit solchen Pistolen. Auch diese Pistolen, liebe Kinder, wenn ihr sie einmal findet, im Wald oder beim Papa in der Nachttuchlade, bitte nicht anfassen, nicht nachmachen. Aufgrund dieser Tatsachen, dieser Pistolen und dieser Bomben, denken viele Mamas und Papas, CS ist ein böses Spiel. Dem möchten wir heute entgegenwirken. Wie ihr seht, es sind friedliche Leute, es sind eigentlich liebe Kerle, die ab und zu Sachen machen, die ihnen Spaß machen, anderen vielleicht keinen Spaß machen. Aber das heißt nicht, dass CS ein böses Spiel ist. Und ihr werdet feststellen, wir haben uns alle lieb. Okay. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what we at John West want. John West endure the worst to bring you the best. Thank you.
Wo ist eigentlich Erwin? Er kommt sonst immer zum Markt. Böser Sturm letzte Nacht. Vielleicht ist er aufs Riff. Vielleicht über Bord gegangen. Vielleicht ertrunken. Oder Haie. 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 Vielleicht verkauft er seinen Fang online. Direkt vom Boot. Haie. 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 Wireless E-Business von IBM. Einfach kaufen, einfach verkaufen. Adolf Hitler, Dämon und Diktator, Teufel und Tyrann, Führer und Verführer. Wir glaubten, seine Motive zu kennen. Doch jetzt müssen weite Teile der Geschichte des Dritten Reichs umgeschrieben werden. Fest steht, Hitler hatte nur ein Ei. Das linke ging peu à peu flöten. Die Folgen: Impotenz, unkontrollierter Harndrang, schlaffe Nudel. Hitler handelte sofort. Wenn man nur einen Hoden hat, kann man nicht ficken. Ich habe deshalb... veranlasst, dass die Klöte gesucht wird, und zwar überall im Deutschen Reich. Millionen Soldaten ließen sich für die Eiersuche vereidigen. Ich schwöre bei Gott, wir finden das Ei! Wir finden das Ei! Ein gewaltiger Fackelzug kämmte ganz Deutschland ab. Vergebens. Hitler tobte. Immer öfter musste er Windeln tragen. Doch die sogenannten Führerfixies machten den Diktator international unmöglich. Bei den Olympischen Spielen 36 war es dann soweit. Toilette! Wo ist die Toilette? Zu spät. Alles ging in die Hose. Auch Goebbels war fassungslos. Zu Hause ließ der Führer oft einfach nur noch laufen. Er hatte keine Kraft mehr. Schließlich war er es satt. Ich muss dauernd pissen. Mein Glied wird nicht steif. Und deshalb gibt es jetzt Krieg. Fazit: Hätte der Führer einen guten Klückenarzt gehabt, der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können. Das Beste von